Haben wir jetzt eigentlich jemanden in diesem Sägewerk? Also Bäume werden zumindest hingebracht, aber... Ich sehe gerade niemanden mit einer Säge in der Hand. Sollen wir nochmal im Fünferpack rüberholen zur Sicherheit? Ja, du findest keine Bäume mehr, das ist mir gerade ziemlich latte. Sollte es natürlich nicht, ja komm, wir verschieben das eben. Senken wir nochmal eben die Anzahl der Trägerinnen. Ne, da liegen tatsächlich noch beide Sägen. Ich dachte, da wäre jemand hochgegangen. Ja, komm, wir holen mal eben noch 5 rüber. Bringt ja nichts, wenn wir da nicht hinterherkommen. Und es bringt natürlich auch nichts, wenn wir hier auf der Stelle treten. Deswegen hoffen wir mal, dass wir möglichst schnell diese Baustelle hier fertig bekommen. Und das zweite Sägewerk dann steht, damit wir Holz kriegen. Hier natürlich auch der zweite Steinbruch. So, da sind noch Steine, da sind noch Steine. Hier sind jede Menge Steine. Dann sollte ich vielleicht mal mehr in diese Richtung expandieren. So, die Damen, holt mal bitte diese Steine hier. So, warum hier nicht gebaut wird, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht. So, das zweite Sägewerk steht, Gott sei Dank. Kommen wir da ja auch bald hinterher, hoffe ich. Na, guck, jetzt wird hier gebaut. Ach, und da sägt auch endlich jemand. Jawohl. Sehr schön, wir schicken euch trotzdem schon mal rüber. Also wir ändern jetzt nicht den Plan, dass wir die holden Damen da nicht hinschicken. So, dann einmal rauf mit euch, Ladies. So, siehe da, jetzt haben wir hier schon alle Bretter zusammen. Brauchen wir nur noch ein paar holde Damen, die sie aufbauen, die Gebäude. So, und ich würde auch perspektivisch hier die Kaserne neben den Turm bauen. Einfach, dass die gar nicht auf die Idee kommen, da anzugreifen, weil da alle neuen Soldaten spawnen. Soweit zumindest erst einmal die Theorie. Mal schauen, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt. Hier mal bitte entladen. Dankeschön. So, da hier die Produktion doch relativ schnell vonstatten geht, würde ich sagen, ihr nehmt mal hier ein bisschen Fläche ein. Weil die drei Bretter, ich glaube, die kriegen wir tatsächlich so jetzt auch in der Kürze der Zeit mal eben rüber gepackt. So, und du guck dich doch mal da hinten noch mal ein bisschen um. Und du da unten.
Moment, die habe ich jetzt aber nicht gut positioniert, oder? Warte mal. Guck bitte da nochmal nach und du guck mal bitte da mit. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann sein, dass ich da jetzt einen daneben gesammelt habe. So, da haben wir jetzt zwei Kohlebergwerke und ein Eisenbergwerk fertig. Sehr schön. Komm, du mach mal eben die Lücke dazu, dann haben wir auch die geschlossene Fläche. So, jetzt haben wir leider immer noch einen relativ akuten Brettermangel. Also wir kommen nach und nach dahin, dass wir die Baustellen fertig kriegen. Jetzt hier, die Eisenschmelze wird jetzt fertig, die Werkzeugschmiede wird jetzt auch fertig, das ist auch gut. Aber wir haben halt noch viel vor uns, ne? So, hier gab's ja Fisch. Das wissen wir ja noch vom letzten Mal. Ja, ich habe tatsächlich nicht alles verdrängt. Nur ihr da müsst bitte einmal die Lücke dazu machen, damit er auch da angeln geht. Mann, da ist doch eine Lücke. Buddel da doch mal bitte. Dankeschön. Och nee, echt jetzt? Och Mensch, och Gott, ich habe mich jetzt aber kurz noch ein bisschen mehr erschrocken. Oh, die wollten hier runtergehen, jetzt checke ich das erstmal. Aber ich dachte schon, oh, ich habe jetzt echt, ist gerade echt ein bisschen schlecht geworden, als ich das Geräusch gehört habe, weil ich dachte, der greift schon an. So, jetzt haben wir hier doch deutlich mehr Girl Power. Entsprechend nehmen wir jetzt auch mal das ganze Land hier oben ein. Vor allem den Berg. Vielleicht können wir auch einfach an zwei Stellen dann entsprechend Soldatinnen ausbilden. 5 Geologen. So, und ihr drei macht mal weiter da hinten. So, wir fangen hier schon mal mit einer Getreidefarm an. Was wir danach bauen, weiß ich noch nicht. Wir machen erstmal eine Getreidefarm. Wir müssen erstmal gucken, was wir da oben im Berg überhaupt finden. So, was ist hier? Ach, ja, die Edelsteine. Stimmt. So, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hier ein bisschen besser positioniert bekommen. Ich mach mal eine hier oben. Weil, also bei Gold sehe ich ehrlich gesagt nicht so sehr das Problem. Weil die Amazonen da doch diverse Möglichkeiten haben mit dem Alchemielabor. So, da haben wir Kohle, das ist schon mal gut. Dann, war das nicht so, dass das Alchemielabor, wie war das denn noch? Das macht aus Juwelen und Honig, macht das Eisen? Oder Gold? Ich glaube, im Wechsel immer, ne? Ach, man merkt, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Und ich rede wieder wahrscheinlich Sachen wie der erste Mensch. So, hier hinten steht ja einigermaßen alles. Einigermaßen alles, auch geil. So, wir brauchen hier dringend aber auch noch ein bisschen, Getreide. Ich mach mal ganz kurz einen Aussichtsturm hier oben hin. Einfach, dass wir da frühzeitig sehen, falls der Feind meint, Hallo sagen zu müssen. Und dass wir auch hier die Fläche im Blick haben. So, da fehlt eine Spitzhacke. Ja, dann weiß ich doch schon, was wir hier als erstes in Auftrag geben.
Machen wir direkt eine zweite fertig, weil wir bauen dann... Eigentlich können wir auch schon eine dritte machen. Wir haben da ja noch zwei Goldminen, die wir noch aufbauen werden. So, Kohlemine. Dann gucken wir doch mal, ob wir die vernünftig positioniert bekommen. Ja, ich glaube, das war okay. Hier, guck mal da oben. Du guckst mal bitte da hinten. Und du guckst auch mal da hinten. Und du auch. So, warte mal, hier unten, das ist nicht so wichtig wie das da oben, denn da sind noch einige Steine. Deswegen geht immer bitte hoch und nehmt das Gebiet ein. Kümmern wir uns gleich drum. So, Gott sei Dank ist der Steinbruch hier auch mal fertig. Brauchen wir auch wieder eine Spitzhacke für. So, macht hier mal die Lücken dicht und dann gucken wir mal. Da ist noch Kohle, da ist Eisen. Okay, okay, okay. Was noch? Noch mehr Gold, schön. So, guck an, selbst der Aussichtsturm wird einigermaßen flott fertig gebaut. Oh, bei der Kaserne steht das ganze Holz, aber keiner baut. Aber ich glaube, da kommen jetzt ein paar Holdemeiden hin und bauen. Sehr schön. So, sehr schön. Da sind viele Steine, das ist schon mal sehr gut. Aber wir brauchen auch Werkzeug. Deswegen, ihr fünf, schaut mal bitte, dass ihr das da einnehmt. Und ihr guckt mal bitte weiter da oben. So, der Vorteil, wenn man gerade nicht dabei ist, irgendwas zu bauen, ist natürlich der, dass man Holz hortet wie ein Volldepp. Und da ich schon mit dem Volldepp, glaube ich, klar gemacht habe, dass das nicht so gut ist, machen wir mal die wichtigsten Utensilien schon mal hier hin. Damit wir auch an Werkzeuge kommen. Wichtig, ich sollte speichern. Fällt mir da gerade mal so ein, könnte sich als durchaus nützlich erweisen. Also ihr tummelt euch mal bitte ein bisschen näher am Turm, nicht, dass wir dem Gegner damit eine Einladung geben. So, sind im Prinzip nur die beiden Baustellen, die wir da haben, ne? Der Aussichtsturm. Und hier fehlen noch drei Bretter. Und, ach ja, gut, hier fehlen auch noch Bretter. Okay, hab nichts gesagt. Aber eisentechnisch sieht die Stelle tatsächlich ein bisschen vielversprechender aus. So, die Kaserne steht schon mal. Das ist gut. Dann sollten wir vielleicht auch schon mal die Waffenschmiede hier hinstellen. Ja gut, ihr solltet vielleicht die Angeln holen, stimmt tatsächlich. Wobei hier hinten, das geht eigentlich mit Eisen, ne? Ah, schwierig. Ich hoffe einfach nur, ich krieg alles jetzt mal nach und nach gewuppt. In einer entsprechenden Zeit. So, warte mal. Versuchen wir mal da. Ah, ich hoffe, das war okay. Und ja, ihr hört meine Skepsis diesbezüglich schon ein wenig heraus.
So, Gott sei Dank, das letzte Brett kommt. Dann haben wir auch den Überblick und ich habe Angst, dass ich dann direkt schreiend im Kreis renne, weil ich sehe, dass der Feind auf mich zukommt. Und dann instant verloren habe. Und nicht so wie beim letzten Mal, wo ich zwar nicht verloren habe, aber einfach direkt voll im Arsch war. Ach, oh Gott. Ey, und ich krieg schon wieder Puls. Okay, Ladies, lasst das mal hier hinten, bitte. Mein Gott. Ja, da wäre ein guter Standort für eine Eisenerzmine, deswegen baue ich da auch eine hin. Kannst du mal sehen. Und wir machen schon mal hier oben einen weiteren Steinbruch hin.